Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel und wir befinden uns diesmal in Himmelswacht. Wir müssen jetzt einmal die Treppe hier hoch und dann sprechen wir mit Hauptmann Tendil. Willkommen in Himmelswacht. Eure Nachricht ist vor euch angekommen und sie erwarten euch oben im Herrenhaus. Meine Nachricht? Ja, ich denke, ihr macht euch bestimmt Sorgen um den Boten. Er ist sicher angekommen. Es ist toll, euch am Tor wiederzutreffen. Genau wie beim letzten Mal. Entschuldigt bitte, was? Oh, das ist überhaupt kein Problem. Unser gemeinsamer kaschitischer Freund sagte, er würde euch gerne treffen. Das Fest, die Ehrenzeremonie der Sippenhochfürstin, das ist alles sehr aufregend. Unser gemeinsamer kaschitischer Freund, Rasumdar? Genau, oben im Herrenhaus. Er freut sich darauf, all die Dinge zu besprechen, die ihr bei eurem Besuch in Himmelswacht tun werdet. Das sollte ein großer Spaß werden. Genießt eure Zeit in der Stadt. Dann werde ich mich zum Herrenhaus aufmachen und nach Ras suchen. Viel Glück, wenn ihr uns braucht. Die Seesoldaten stehen hinter euch. Es findet ein Fest statt? Bei den Sternen, ja. Das Widerstandsfest. Eine alljährliche Feier zu Ehren der Freiheit und im Gedenken an große Triumphe. Anlässlich der Rückeroberung Himmelswachts von den Schnöten durch den thrassischen Schachzug. Was ist eine Schnöte? Ihr wisst doch, dass Kaschid im Grunde wie Meer sind, aber eben auch wie Katzen. Jetzt stellt euch das Gleiche mit einer Kreuzung aus Schnecken und Kröten vor. Sie sind ein Bethmer-Volk. Das Reich dieser Tiermer herrschte einst über alle Meere des südlichen Tamriels. Ihr habt Sippenhochfürstin Estra erwähnt? Königin Ayren ist im Rahmen ihrer Reise in der Stadt eingetroffen. Gerüchteweise hat sie vor, während ihres Aufenthalts hier Estre eine große Ehre zuteil werden zu lassen. Estre ist schon Stiftvogt von Himmelswacht. Ich bin gespannt, was da noch kommen soll. Okay, Basti, komm mit. Wir machen uns eben auf und müssen Rasumdar treffen. So, einmal komplett hier rum. Das erinnert mich daran, dass ich noch das Lintial-Großanwesen ein wenig verschönern wollte. Kann euch versichern, wenn das Schleiererbe in Himmelswacht ist, werden wir es finden. Ich glaube euch, Estre. Aber die königliche Garde wird bei der Suche helfen. Das ist nicht verhandelbar. Wenn ihr mich entschuldigt, Euer Majestät, ich habe noch viel zu tun. Hier drüben. Sucht ihr Rasumdar? Folgt diesem mir. Wer seid ihr? Kommt einfach mit. Ich glaube, das ist unschwer an der Stimme zu erkennen, wer es jetzt wirklich war. Übrigens nebenbei, hier vorne liegt etwas, was für ein Diebstahl ist. Ich kann es jetzt gerade nicht anvisieren oder ich habe es schon mit ihr gemacht. Irgendein Kandelar oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht erkennt ihr Rasumdar jetzt, ja? Warum die Verkleidung? Himmelswacht ist eine gefährliche Stadt. Ganz besonders heute. Ihr wisst vom Fest und Estres Zeremonie, ja? Worum dreht sich die Zeremonie? Um ihre guten Beziehungen zu festigen, hat die Königin vor, Estre innerhalb des Talmor noch weiter zu befördern. Alles muss perfekt sein. Wo ist der Haken? Das Erbe. Ras hat gehört, dass der Schleier über Himmelswacht gefallen ist. Sie planen, das Königshaus anzugreifen. Und sie wollen ein Zeichen setzen. Wir brauchen jemanden, der ihre Zelle aufspürt und sie auslöscht. Und mit jemand meint Ras euch. Natürlich. Es ist mir eine Freude, an eurer Seite zu arbeiten, meine Freundin. Fangt bei der Taverne zum Widerhaken, unten an den Docks an. Benutzt den Satz, der Wein hier wird aus Trauben aus Alikr gekeltert. Ras ist sicher, dass er euch weiterbringen wird. Noch etwas?
Nehmt den Ohrring, den Ras benutzt hat, um sich zu tarnen. Mit eurem jetzigen Aussehen werdet ihr nicht sehr tief unter den Schleier vordringen können. Ich erledige das, Ras. So, und jetzt haben wir dieses zweifelhafte, wunderschöne Optik. Mit der müssen wir uns leider noch ein wenig länger begnügen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich mag die Optik. Kameradin, nicht, auf ein Wort. Ein Mann ist. Nein, Bea, ich habe doch keine Zeit. Ich war jetzt nur gerade am Gucken, ob ich hier die Himmelsscherbe eigentlich schon genommen habe. Aber die habe ich genommen. Da muss man hier reingehen und ich glaube durch die hintere Tür. Dann kann man die Himmelsscherbe nämlich einsammeln. Das nur so als kleiner Tipp. Wie kann ich bloß dieses Geld zurückgewinnen? Ja, die Quest würde ich ehrlich gesagt auch gerne machen. Die geht nämlich ganz schnell. Aber wir sind erstmal hier noch mit beschäftigt. So, ich weiß aus Erfahrung, ich lese nochmal kurz die Bücherregale, dass das dieser Kerl hier ist, Palomir. Er starrt euch kalt an. Ist der Wein hier etwa aus Trauben aus Alika gekeltert? Ah, eine Patriotin. Lasst mich euch mal anschauen. Ich bin hier, um mich der Sache anzuschließen. Wieso hat der eigentlich gerade Patriotin gesagt? Ihr seht aus, als ob ihr zu uns passt. Bei den Sternen, ja, ihr könntet genau aus dem richtigen Holz geschnitzt sein. Wir müssen euch aber erst auf die Probe stellen. Falls ihr heute in Himmelswacht auch nur einen Fuß vor die Tür gesetzt habt, ist euch sicher die königliche Garde aufgefallen, richtig? Ja. Sie sind im Weg. Beendet die Bedrohung, die sie für unsere Sache darstellen. Kehrt mit der Klinge zurück. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Okay, das mache ich. Aber trotzdem muss ich anmerken, ich sehe nicht besonders weiblich aus. Gut, wir besorgen uns jetzt eine Klinge, sprich ein Schwert der königlichen Garde. Lauf mich nicht um, bitte. Sieht irgendwie seltsam aus, wenn er meinen Stab trägt. So, da kann ich euch auch nur den Tipp geben, lauft einfach hier an dieser Krötengeschichte weiter vorbei zur königlichen Leibgarde. Und ich hoffe, ihr habt, ich glaube, es war Überredung freigeschaltet. Kann ich etwas für euch tun? Ich brauche euer Schwert, gebt es mir. Verschwindet! Noch ein Wort und ich muss euch vor den Magistrat schleifen. Wenn ihr nicht überreden könnt, dann könnte es teuer für euch sein, aber ihr kämt trotzdem damit weiter. Vertraut mir, ich betreibe gemeinsam mit Agentin der Königin, verdeckte Ermittlungen. Hm? Oh, ich erinnere mich, euch gesehen zu haben. Hier, kümmert euch einfach darum. Ja, das werden wir. Ich bin am Überlegen, ob wir eventuell am Ende der Folge noch Zeit haben, diese kleine Quest zu machen hier mit den Fröschen, weil die ist wirklich nicht lang. Mal schauen. Wir machen ja nach und nach alle Quests durch, aber ich hatte ja schon erwähnt, dass wir erst die Hauptstories machen, da die Quests in den Gebieten ja unabhängig sind davon. Es starrt mich immer noch kalt an. Wollt ihr, dass ich die Sache mit dem Wein noch einmal sage oder möchtet ihr nur das Schwert? Ich bin beeindruckt. Wie erwartet seid ihr kein einfaches Rekrutenmaterial. Ihr könntet Offizierin werden. Lasst uns auf euer Wohl anstoßen. Hoch die Lumpen. Humpen. Trinkt aus. So, wir nehmen natürlich direkt mal die Gelegenheit wahr und packen alles ein, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Kann man jetzt auch noch weiterführen und da komplett hinten durchlaufen und alles. Im Moment, solange wir in dieser Gestalt sind, sind übrigens alle gelb. Das kann ich euch mal nicht mit der Taste zeigen. Achso, der hat überhaupt gar keine. Okay, bei ihm will das nicht anschalten. Ich weiß auch nicht, warum. Es wird Zeit. Ihr seid schwerer, als ihr ausseht. Was geht hier vor sich? Willkommen auf der Schleierinsel. Ihr befindet euch gleich vor der Küste von Himmelswacht. In unserem eigenen geheimen Ausbildungslager. Ihr wurdet auserkoren, euch uns anzuschließen. Noch dazu als Offizierin des Schleiererbes.
Ich bin bereit. Was muss ich tun? Ihr seht doch diesen schwarzen Seelenstein hier. Legt eure Hand darauf. Gut. Ihr könnt kommen und gehen, wie ihr wollt, doch zuerst legt euren Eid ab. Seid euch ganz sicher, dass ihr das auch wollt. Ihr verschreibt mit diesem Eid eure unsterbliche Seele. Die haben wir noch nicht zurückgeholt. Meine Seele, ja? Ich bin bereit, nur zu. Sprecht mir nach. Ich verschreibe Leib und Seele dem Erbe und der Schleierkönigin. Ich verschreibe Leib und Seele dem Erbe und der Schleierkönigin. Ihr habt die erste Aufnahmeprüfung bestanden. Meinen Glückwunsch. Ihr habt Glück, Rekrutin. Die Schleierkönigin höchstpersönlich wird eine Rede halten, um die Angelegenheit zu unterstützen. Ihr werdet sie persönlich erleben. Vorausgesetzt, ihr überlebt die Prüfungen. Vorausgesetzt, ich überlebe? Vor euch liegen drei Prüfungen. Eine der Ausdauer, eine der Intelligenz und eine der Stärke. Ein Offizier des Erbes muss all diese drei Tugenden verkörpern, sonst ist er kein Offizier. Ich habe euch angeworben. Also, enttäuscht mich nicht. Das werde ich nicht. Welche Prüfung kommt als erstes? Die der Intelligenz. Omonir ist die Aufsicht dieser Prüfung. Er ist gleich ein kleines Stück den Weg hier hinauf. Geht. Dann werde ich Omonir auf dem Weg finden. So, ein kleines Stück. Der ist wirklich nur ein kleines Stück hier rauf. Ihr seid hier, um euren Verstand prüfen zu lassen? Um zu wissen, ob ihr habt, was es braucht? Ja, ich bin bereit. Die Prüfung ist ganz einfach. Ich stelle euch ein Rätsel. Ihr sucht euch einen der Gegenstände auf diesen Tischen hier aus. Einer von ihnen ist die richtige Antwort. Ihr wählt falsch. Dann erleidet ihr die Folgen. Stellt euer Rätsel. In Stunden ist mein Leben bemessen. Von meinem Zweck werde ich gefressen. Dünn bin ich schnell wie ein flinker Recke. Fett bin ich lahm wie eine kranke Schnecke. Was bin ich? Das klingt nach einer Sanduhr, würde ich mal sagen. Also so ein Stundenglas. Nein, es ist kein Stundenglas. Das möchte ich nochmal anhören. Es gibt noch so viel. Ja, ja, ja. Die Prüfung ist ganz einfach. Mach einfach. In jungen Jahren bin ich süß wie Sonnenschein. Im reifen Alter muss ich bei jedem Feste sein. Als Greis wiegt man mich mit Golde auf. Mein Scheiden wird beklagt zuhauf. Was bin ich? Das hört sich nach Wein an. Wo ist denn der Wein? Meinen die mit Wein jetzt... Ach, das erste war, glaube ich, die Kerze. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur die drei Tische hier gesehen. Okay. Ah, ja gut. Hätte ich den vorher gesehen? Ihr habt weise entschieden. Seid ihr für eine weitere Frage bereit? Ja, fahrt fort. Löst auch dieses Rätsel und schon sind wir hier fertig. Stellt euer Rätsel. Bei jeder Schlacht bin ich zugegen und auch jedem Duell wohne ich bei. Ich bin gefürchtet meines spitzen Zahnes wegen und auch mein Schwung weckt manchen Schrei. Was bin ich? Das klingt mir sehr nach dem Schwert. Gute Arbeit. Ihr habt euren klugen Kopf unter Beweis gestellt. Naja, hätte ich die Kerze gesehen vielleicht, aber so. Was kommt als nächstes? Jetzt müsst ihr die Ausdauer eures Herzens beweisen. Sprecht mit Varusante. Sie wird die Prüfung beginnen. Die Ausdauer meines Herzens, das hat er jetzt aber schön gesagt. Schalten wir los. Schalt mal. Da seht ihr übrigens jetzt das Gelbe. Ich schalte nämlich mal lieber die Namen ein, weil ja auch so Kobolde rumlaufen. Ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust habe, auf einen dieser Kobolde zu treffen. So, hier haben wir noch was Schickes für uns und ein Buch. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und natürlich den Schwert. Habt ihr etwas gefunden? Nein, Basti, habe ich nicht. Das behalte ich selber. Seid ihr hier für die Prüfung der Ausdauer?
Das hier ist der Insellauf, kein gemütlicher Spaziergang. Denkt ihr, ihr schafft das? Ich schaffe das. Auf mein Zeichen hin erscheinen magische Säulen auf einer vorgegebenen Strecke. Folgt hurtig den Säulen. Oh, und Obacht bei den Kobolden. Die kleinen Bastarde haben scharfe Zähne. Bereit? Ich bin bereit. So, einmal drehen. Doch, hier vorne war der Start, okay. Hoffentlich schaffe ich das diesmal. Also ihr müsst quasi immer diesen leuchtenden Markierungen folgen. Es ist nicht so schwer, aber man bleibt gerne mal an zwei, drei Stellen hängen. Das ist das Problem. Oder hier zum Beispiel. Ach, geh doch mal da hoch, Mann. Und das Problem ist, dass die in kurzer Zeit wieder weg sind. Und ich natürlich jetzt gerade das super Beispiel dafür liefere. Warum es mitunter schon mal kompliziert sein kann. Da müssen wir nicht hoch, da müssen wir nur unten dran vorbei. Also wenn man da wirklich hängen bleibt, das ist immer so Sekt oder Selters, wenn man auf dem Pferd reitet. Meistens schaffe ich das da einfach durch, aber manchmal bleibe ich da wirklich so dämlich hängen, wie ich es gerade gemacht habe. So, jetzt müssen wir hier rechts rum, ne? Das ist das Ziel. Eine beeindruckende Zeit. Ihr habt die Schleierprüfung der Ausdauer bestanden. Ja, aber ich habe es schon ein paar Mal besser gemacht. Was kommt als nächstes? Alandare urteilt über die letzte Prüfung. Die Prüfung der Stärke. Nun macht schon. Naja, also von Stärke kann man da jetzt nicht gerade sprechen. Man muss nur ein paar Leute killen. Ihr habt das Rätsel eines alten Mannes gelöst und seid ein kleines Wettrennen gelaufen. Gut für euch. Bereit für eine richtige Herausforderung? Wie beweise ich meine Stärke? Ihr kämpft. Jeder Offizier unter dem Schleier muss wissen, wie man kämpft. Hinter mir ist ein Kampfring. Ihr werdet euch anderen Offiziersanwärtern stellen. Ich werde gegen andere Rekruten kämpfen. Ich will kein Gejammer hören. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bevor wir diese Ketzerin Eiren vom Thron stoßen. Die Schleierkönigin verdient nur das Beste. Also nehmen wir nur die Besten. Ich bin bereit. Wir werden sehen. Geht die Treppe hoch und stürzt euch ins Getümmel. Wenn ihr überlebt, seid ihr dabei. Macht euch bereit. Immer doch. So, kleiner Tipp, nicht die Gelben angreifen. Den Fehler habe ich einmal gemacht und dann festgestellt, das waren die Falschen. Ihr müsst nämlich einfach nur hier hin. Ach, ja. Ich habe vergessen, dass ich den Skill gar nicht in meiner Leiste drin habe. Okay. Dann müssen wir halt erstmal den anderen nehmen, bis die kommen. Kommt ihr denn auch mal was näher? Ich will doch nicht hier drauf. So. Die Entscheidung ist gefallen. So sei es. Genau, Bastian. So sei es. Ich muss meine Skills übrigens noch wechseln, weil ich die eigentlich zum Leveln hier drin habe. Gute Arbeit. Ihr seid zäher, als ihr ausseht. Danke, glaube ich. Achso, danke, glaube ich. Ich darf euch unter dem Schleier willkommen heißen. Tut euer Schlimmstes, um die Schleierkönigin stolz zu machen. Ihr seid jetzt ein vollständiges Mitglied. Und ihr habt Glück. Die Schleierkönigin höchstpersönlich wird eine Rede dazu halten. Wohin soll ich gehen? Der Schleierrat trifft sich in der großen Halle. Sie liegt nördlich von hier am höchsten Punkt der Insel. Und ihr sagtet, dass die Schleierkönigin selbst hier ist? Nein, sie ist nicht hier. Sie muss in Sicherheit bleiben, im Verborgenen. Sie nutzt einen Zauber, um über Projektionen zu uns zu sprechen. Geht und meldet euch beim Rat. Stellt euch vor und macht euch bekannt. Darauf freue ich mich. So, das wäre dann hier bei diesem Verlies-Ding, meine ich. Ja, genau. Wo es aber auch wieder sehr viele Sachen gibt, die wir einsammeln können. Oder in dem Fall jetzt nicht so viele, weil die meisten noch nicht mehr da sind. Das ist übrigens, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, auch der Weg, wo ich eben nicht so richtig hochgekommen bin. Ich bin jetzt ein alter Mann, ich bin nicht mehr ich selbst. Da kann sowas schon mal passieren. So.
so. Durchsuch die Rekruten! Einer von Irons Agenten ist verkleidet unterwegs. Verdammt! Sie sind hier! Nein, nur ich bin hier. Und ich sollte mal eben gucken. 43, 36, 36. Okay, ich muss die auf jeden Fall zum Level noch drin lassen. Ich kann die dann erst raustun, wenn ich da überall auf 50 bin. Gut, ist aber nicht schlimm. Wenn man sich dran gewöhnt, dass man nicht die normalen Skills drin hat, dann ist das okay. Der Templer soll übrigens jetzt... Lasst sie nicht entkommen! Könnt ihr mal ein bisschen ruhiger sein hier? Der Templer soll übrigens jetzt ziemlich kaputt gemacht werden. Also sprich, unter anderem die Speere... Das wäre erledigt, denke ich. ...sollen jetzt wesentlich weniger Schaden austeilen bei einem der kommenden Updates. Ich glaube noch nicht beim nächsten. Ich glaube, es dauert noch ein, zwei Updates lang. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mal irgendwas gehört von Ende des Monats, glaube ich. Also sprich, Ende August. Ja, ich habe auf mehreren Chars mit unterschiedlichen Eigenschaften habe ich Templer. Habe sie auch bisher immer sehr gerne gespielt. Es kann aber dann natürlich sein, dass man dann in Zukunft nirgendwo mehr Templer sehen wird. Also gerade auch im PvP ist natürlich Stärke sehr wichtig. Je nachdem, wie die Veränderungen jetzt tatsächlich gemacht werden, wird man die Errungenschaften dann wohl auch nicht mehr schaffen, Templer kaputt zu machen, weil die einfach nicht mehr gespielt werden. Wir werden sehen. Ihr, Bäuerin, ihr denkt, ihr seid schlau. Hat euch die dreckige Katze etwas zum Spielen schlau, gegeben? Ja. Oder hat sich Iron selbst die Hände schmutzen? Hat sie wirklich gedacht, sie könnte heimsegeln und wir würden uns alle unterwerfen? Während sie Mischlinge und Bestien dazu einlädt, in unseren Städten herumzutollen? Närrin! Unerheblich! Mit der Hilfe von Merunes Dagon werde ich die falsche Königin beseitigen und die wahre Herrscherin unseres Volkes sein. Ich bin die Schleierkönigin. Das bezweifelt auch keiner. Nur, dass wir eine Schleierkönigin brauchen. Das bezweifeln wir alle. So, da kann ich jetzt natürlich nicht widerstehen. Eben gab es auch ein paar Bücherregale, aber hin und wieder muss man das mal machen. Irens Spionin ist hier. Erledigt dieses Ungeziefer. Los geht's. Der hält ja noch ein bisschen mehr aus. So, und natürlich, solange ich es noch kann, immer alles einsammeln. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Natürlich nur, wenn ihr ESO Plus habt. Oder wenn ihr irgendwas Spezielles sucht, dann solltet ihr natürlich auch die Zeit nehmen und in die unterschiedlichen Kisten reingucken, weil es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel, was man so während der Quests immer einsammeln kann. Wir müssen gleich darum, aber wir gucken oben nochmal kurz, ob da irgendwas Wichtiges ist. Weil das Gute ist ja, dass wenn man die ganzen Sachen, ach das ist leer, die ganzen Sachen soweit einsammelt, auch die Chance sehr hoch ist, dass man zwischen... Nein, du solltest eigentlich nicht schießen. Dass man zwischendurch... Hat der das angenommen? Nee. Zwischendurch dann auch mal Entwürfe oder... wie heißen die? Versorger? Irgendwas? Nicht Schriebe? Rezepte. So. Rezepte und ähnliches findet. So. Das gehen wir alles durch. Das müssen wir machen, weil wir gleich nämlich nicht mehr zurückkommen können. Und hier auch, bevor ihr runterspringt, ich habe es auch schon mal geschafft, irgendwann wollte ich eigentlich eh drücken und habe dann irgendwie eine Rolle vorwärts gemacht. Keine Ahnung, wie ich das gemacht hatte. Also da immer schön aufpassen, alles zu nehmen, weil sonst müsstet ihr rein theoretisch, wenn ihr das noch nehmen wollt, komplett wieder zurück. Das wäre natürlich nicht so schön. Was auch nicht so schön ist, also wenn ihr rauskommt, was schön ist, muss ich dazu sagen, dass ihr nochmal hier neu sammeln könnt. Aber wie ihr rechts seht, die Schleiererbe-Soldaten sind jetzt alle rot. Das ist natürlich nicht so schön. Machen wir uns auf den Weg. Allerdings, wenn ihr reitet, kommt ihr da eigentlich recht schnell dran vorbei, wenn ihr nicht kämpfen wollt. Und ich will ja zum Beispiel nur eben wieder zurück. Warum der immer wieder... hin und wieder
meine Maus dreht, weiß ich nicht. So, ab hier würde ich nichts mehr looten, weil hier ist alles gestohlen. Das nur noch mal als Tipp am Rande. Ach, das ist da oben. Lauf schneller. Rasunda, wo bist du? Ah, gut. Ras hat begonnen, sich Sorgen um euch zu machen. Wo ist Sippenhochfürstin Estre? Beruhigt euch, meine Freundin. Sie ist drinnen bei der Königin. Sie üben für die morgige Talmud-Zeremonie. Kein Grund, sich zu sorgen. Ihr versteht nicht. Estre ist die Schleierkönigin. Wirklich? Seid ihr sicher? Falls ihr euch irrt und sie derart beschuldigt... Ras! Ihr müsst mir vertrauen. Ich habe gesehen, wie sie mit dem Schleierrat gesprochen hat. Dann bringen wir diese Sache zu Ende. Kommt mit, Rasumdar! Dann beweg dich. Los, wir müssen rein. Dann mal los. Dann wir müssen dem ein Ende setzen. Meine Königin, dieser Herr entschuldigt sich. Wir müssen sofort mit euch sprechen. Rasumdar? Was ist hier los? Was hat das zu bedeuten? Wer hat die Katze hier reingelassen? Unsere Freundin hier wird euch alles erzählen. Bitte sprecht schnell. Das könnte für uns beide sehr schlecht sein. Verzeiht, meine Königin, aber ihr seid in Gefahr. Ich weiß. Deshalb hat Ras euch gebeten, dem Erbe nachzuspüren. Nein, Euer Majestät. Estre ist die Schleierkönigin. Die Schleier? Ihr scherzt doch wohl. Ich habe den Schleierrat besiegt und seine Anführerin gesehen. Estre hat Magie angewandt, um sie zu kontaktieren. Estre beherrscht doch gar keine Magie. Estre? Sie ist entkommen, Euer Majestät. Es ist alles bestens, meine Agentin. Ihr habt dem Dominion heute einen großen Dienst erwiesen. Da Estre enttarnt wurde, fällt nun der Schleier. Ich werde ihrem Gesinde und ihren Wachen nachspüren. Wir werden sie zu Fall bringen. Ihr habt den Dank einer Königin. Den habe ich immer wieder gerne. Außerdem den Fertigkeitspunkt und wir haben nochmal eine Brustplatte der Königswache erhalten, also vom Schleiererbe. Estre muss dafür bezahlen. Ihr wollt, dass ich Estre nachspüre? Es ist eine etwas subtilere Angelegenheit. Mein Zug wird mich durch Morgenrot führen, doch meinen Augen zufolge ist der dortige Stiftsvogt Sinjon ein Unterstützer des Schleiererbes. Falls Estre geflüchtet ist, könnte sie dort Verstärkung finden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Geht nach Morgenrot und sprecht mit Sinjon. Seid dort meine Augen und vergewissert euch, dass die Stadt sicher ist. Okelmo ist bereits nach Ersthalt weitergezogen, um dort seine Vorbereitungen zu treffen. Ich darf nicht zulassen, dass Estre den Zug behindert. Rasumdar und ich haben viel zu besprechen. Ich werde mich vergewissern, dass Morgenrot sicher ist. Ja, und wir haben wieder ein Level-Up. Was nehmen wir denn da? Was kann man für teuer Geld verkaufen? Eigentlich alles. Also nehmen wir einfach mal den Heilstab. Zack. Natürlich wieder alle Punkte in Magika reinlegen. Und ich glaube, wir konnten so eigentlich noch gar nichts groß... Na gut, außer das ändern. Das brauchen wir aber eigentlich noch nicht. Warum wir den Bogen jetzt freigeschaltet haben, weiß ich auch nicht. Da können wir doch den Kraftschlag können wir noch verändern. Da habt ihr die Möglichkeit, ob ihr Kraftimpuls nehmt. Verursacht Schaden an Feinden in der Nähe, falls sie an einen Statuseffekt leiden. Der macht etwas mehr. Ne, Moment. Der macht genauso viel Schaden, aber zusätzlich noch Schaden an zwei nahen Feinden. Oder ob ihr den zermalmenden Schlag nimmt. Der unterbricht Feinde, die beim Wirken von Fähigkeiten getroffen werden, bringt sie aus dem Gleichgewicht und betäubt sie 3 Sekunden lang. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Wenn ihr sagt, dass ihr mit dem Char alles machen wollt, ist es eigentlich ganz gut, wenn ihr den zermalmenden Schlag nehmen würdet, wenn ihr viel mit der Gruppe unterwegs seid. Weil zum Beispiel, wenn man Raids läuft oder wenn man Vierer-Dungeons läuft auf Wett, also natürlich auch auf Normal, da müssen die Gegner teilweise unterbrochen werden. Also ist das schon nicht schlecht, also schon sehr, sehr gut. Der Grundschaden, wie ihr seht, der bleibt ja bei beiden gleich. Also bei mir jetzt 1925 mit dem
Level-Set hier gerade. Was natürlich dann fehlen würde, wäre, dass zwei nahe Feinde zusätzlich nochmal diese fast 6.500 Magieschaden erleiden, falls sie bereits an einem Statuseffekt leiden. Das ist ja auch noch nicht das ist die Voraussetzung, dass das dann auch passiert. So. Wenn ihr natürlich einen Blitzstab beispielsweise verwendet, dann, oder von mir aus auch einen Flammenstab, dann setzt ihr ja ohnehin zum Beispiel, ich will das jetzt nicht hier drin machen, die Barriere, also hier diese instabile Wand, elementare Wand heißt sie bei mir, setzt ihr die ja sowieso auf den Boden. Da kann es dann sein, dass die entweder Feuer fangen oder dass die aus dem Gleichgewicht geraten. Dann kommen diese 6.500 knapp Magieschaden auf jeden Fall. Da ich aber mit dem Char zwischendurch, wenn er denn mal 50 ist, definitiv auch Verliese laufen werde, Raids wahrscheinlich eher nicht, weil es ist ja nur ein Let's Play-Char, werde ich hier auf jeden Fall den zermalmenden Schlag nehmen. Und es ist auch, wenn man so gegen Gegner antritt, ganz gut, finde ich, bei den, ja, bei einfachen Gegnern auch, da ist es auf jeden Fall auch positiv, aber auch gerade bei größeren Gegnern, dass man die damit unterbrechen kann. Deswegen, ihr müsst es selber entscheiden, der macht ein bisschen mehr Schaden unter Umständen. Ne, immer die Voraussetzung natürlich im Hinterkopf haben. Der unterbricht die Gegner direkt schon, wenn sie irgendwas kanalisieren bzw. wirken. Deswegen, ich setze da jetzt erstmal einen Punkt rein. Da habe ich jetzt überall leicht Rüstung. Oh ne, da fehlt mir noch ein Punkt. Volk habe ich soweit alles drin. Da muss ich nochmal kurz gucken. Genau, den habe ich reingemacht. Das hatte ich euch schon alles erklärt. Da bin ich ja noch nicht so weit gekommen. Das habe ich auch nicht mehr gemacht. Und hier, wir könnten jetzt theoretisch noch den Schlechter, aber der ist mir... mit ausgerüsteten Fähigkeiten der Kriegergilde. Würde dann zum Beispiel greifen, wenn man die Bestienfalle benutzt. Ich benutze normalerweise so fürs normale Let's Play nicht. Also es würde dann bei mir nicht greifen. Deswegen, ich lasse jetzt mal den Punkt übrig, den ich habe. Und sprecht mit dem Stiftsvogt in Morgenrot. Das dürfte dann da oben sein, genau. Hier unten sind wir jetzt gerade und wir reiten dann noch so ein Stückchen nach oben. Und da werden wir dann weitermachen. Aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge. Jetzt steht hier natürlich gerade im Bild so eine blöde Zwielichtschwinge. Die wollen wir natürlich nicht direkt vor der Nase haben. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und ich muss mal gucken, wie ich Kalthafen da noch einbinde. Das Problem mit der Zuflucht, beziehungsweise Kalthafen kommt dann ja nach der Zuflucht, ist eigentlich, müsste man das Ganze im Vorfeld machen. Andererseits passt es auch wiederum nicht so richtig ins Vorfeld, weil diese Einführungsquest, wodurch man überhaupt erst die Zuflucht freischaltet, das habe ich euch ja schon erklärt, oder das habt ihr auch gesehen am Anfang des Let's Plays, die wiederum verweist ja auf den normalen Handlungsstrang. Deswegen muss ich mal gucken. Es kann sein, dass ich dann die Zuflucht und Kalthafen erst weitermache, wenn ich die Hauptallianzen soweit durch habe. Das heißt, das ist Gradwald dabei. Ich glaube, die Schan kommt dann noch mit dazu. Auridon sind wir ja gerade am Durcharbeiten. Ich bin gerade am Überlegen, sind das jetzt nur drei? Kann auch sein, dass noch Grünschatten mit dabei war. Ich glaube, Grünschatten ist auch noch Dominion. Ich habe es jetzt gerade nicht mal so auswendig im Kopf. Da das aber nicht so extrem lange dauert, kann es auch eventuell sein, dass ich das dazwischen mal mache. Ich denke nicht, dass ich es nach Auridon mache, weil das hängt nämlich noch so ein bisschen wiederum mit der Story von Gradwald zusammen. Also da muss ich mal gucken. Das ist so ein bisschen blöd von Teso gemacht, weil es halt zwei parallele Stränge letztendlich sind. Einmal der Strang mit den Hauptquests und der Hauptstory, sage ich jetzt mal, in den Allianzgebieten. Und dann natürlich noch die anderen Allianzgebiete, die werden dann auch noch durchgequestet. Dann kommen die DLC-Gebiete, die irgendwann alle hinten nochmal dranhängen, wie Morrowind, wie Summer's End, Blackwood, die Totenländer, das westliche Himmelsrand und so weiter. Das mache ich dann alles nach der Reihenfolge, so wie sie rausgekommen sind, weil die auch... teilweise so ein bisschen, die bauen nicht aufeinander auf, aber die sagen dann auch, ja, wie ist es dann euch seit dem und dem Zeitpunkt ergangen und solche Sachen. Deswegen mache ich das natürlich alles nach der Reihenfolge. Nur bei Kalthafen
muss ich mal ein bisschen schauen und ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wo ich das dann noch dazwischen schieben werde. Wie ihr wisst, hasse ich Kalthafen. Aber für euch mache ich auf jeden Fall die Hauptstory und dann später natürlich auch die einfachen Quests gerne nochmal mit. Ja, dann bedanke ich mich jetzt nochmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.